Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Party Sims 3. 3. Wir sind bei 3. Wir sind bei 3. So, wir schlafen gerade alle noch. Ist ja gerade auch noch spät. 3 Uhr morgens. Okay, ich würde gerne heute ein bisschen das Haus ausbauen. Jetzt müssen wir aber erstmal frühstücken, wie es aussieht. Er möchte eine Grippespritze bekommen und sich dreimal die Zähne putzen. Gut, pass auf. Du gehst jetzt schnell benutzen. Dann kannst du Hände waschen, Zähne putzen, Zähne putzen, Zähne putzen. Und dann dein Bett machen. Und dann von mir aus noch die Dusche säubern. Duschen, säubern. Das machen wir alles nacheinander. Ah, das war jetzt nicht so klug. So, du möchtest über 25.000 Simoleons besitzen. Das kannst du dir gerne wünschen. Gehst du aber erstmal bitte Waffeln essen. Auf geht's. Und danach bitte dein Bett selber machen. Und dann werde ich euch alle mal aus dem Haus rausschmeißen, dass ich ein bisschen umbauen kann, ne? Schauen wir mal, was wir mit 4,8K Simoleons alles anfangen können. So, du stehst jetzt auch mal auf, Mäuschen. Kratzen. Und du wirst schön zerstören. Und dann könnt ihr noch frühstücken. Ball hinterher springen. Ja, stimmt. Einen Ball können wir auch auf jeden Fall kaufen. Was? Am Sofa kratzen. Nee, das machen wir nicht. Nein, du sollst es nicht mit dem Quatsch da füllen. Oh. Ach, Mädel. Wir haben noch gutes Futter. Bring mal den Müll raus. Ah. Wir haben noch gutes Futter. Da muss sie doch nicht dieses Quatschfutter da verwenden. Muss ich schon wieder neue Näpfe kaufen, damit wir da das Richtige... Räum das auf. Damit wir da das richtige Futter reinfüllen können. Oh, sie ist auch krank. Oh je. Machen wir das mal weg. Wir bringen jetzt beide gleich ins Krankenhaus erstmal. Und lassen denen eine Spritze geben. Und dann sind die auch aus dem Haus gleich raus und wir können umbauen. Das ist ganz praktisch. So. Okay, du wirst jetzt aufräumen. So, und du gehst schon mal hier hin. So, Hundi, du bist fertig, ja? Dann gehst du jetzt auch hier einfach mal ein bisschen raus. Abmarsch. Und Katzi bitte auch. Die anderen Bedürfnisse können wir dann später erfüllen. Jetzt seid ihr erstmal glücklich. Abmarsch. Und du räumst jetzt bitte auf. Und danach geht ihr zusammen ins Krankenhaus. Nein. Ihr fahrt jetzt ins Krankenhaus. So, Grippespritze bekommen, die 400 Simoleons. Naja, du nicht, weil du hast nur noch 8 Stunden, aber du kannst mal, oder? Ach komm, die 400 Simoleons gönnen wir uns einfach mal, dann sind wir wenigstens gesund. Den Herbst über, ich weiß nicht, ob das im Winter dann auch noch klappt. Wir werden es sehen. Und danach kannst du dann wieder nach Hause zurückkehren, natürlich. Oder machen wir es mal lieber mit diesem Ding hier, genau. So. Regnet es leider schon wieder. Ich speichere mal ganz kurz ab. Also kurz, ne? Nur damit alles halt gesichert ist. Und dann werden wir gleich mal das Haus ausbauen. Jawohl, jawohl, jawohl. So, und in den Baumodus. Und bitte Tag. So, lass mich das mal angucken. So, von außen finde ich es im Grunde ganz hübsch. Schön. Aber, ja. Ich hätte halt schon gern, dass die ein schönes Doppelbett zusammen haben. Allerdings sind sie ja im Grunde noch nicht so weit. Aber wir können ja schon mal vorbereiten und dann müssen sie sich halt irgendwie zusammenraufen. Oh, so ein Naturzimmer wäre voll schön. Machen wir jetzt einfach mal. Könnt ihr uns ja leisten, ne? Die werden sich dann schon verstehen. Wenn sie gezwungen sind. So, okay, dann können wir erstmal hier das Holz anpassen. Schwuppdiwupp, das passt. Dann hätte ich gern noch so eine... Oh Gottchen, so einen kleinen Kaktus. Viele Herbst. Du bist kein Kaktus, du bist eine wunderhübsche Hängelampe. Pflanze.
Nachttischlampe. Vielleicht so eine, die ist ziemlich hell. Das ist ganz gut. Aber das passt sich dann. Warte du mal ganz kurz. Bitte mittig. Genau. Jetzt passt du da nicht mehr drauf. Das ist natürlich nicht so gut. Dann machen wir es halt lieber so. Und ich auch ein bisschen weiter weg. Und dann stellen wir hier noch so ein... Moment. So ein... Warte. So. Ja, das ist so. Dann machen wir es halt so. So einen kleinen Wecker auf. Die Katzenuhr ist ja auch toll. Legen wir hier mal hin. So, dann natürlich die Kommode brauchen wir. Oder gibt es eine schönere Kommode? Die muss halt auch irgendwie dazu passen, ne, zu dem Style. Aber das passt irgendwie alles nicht so. Das wäre halt so ein Holzding, aber das sieht jetzt nicht so hübsch aus, wenn ich ehrlich sein soll. Moment. Nee. Bitte von dem da. Genau. So. Haben wir hier schon mal das? Können wir das anpassen? Den Rahmen, echt. Ui, das ist ja klasse. Ah nee, das zurück. Genau, das kann schon im Braun sein. So, okay. Spiegel. Da gab es doch so einen Holzspiegel. Nur wow, das ist ja wunderschön. Was kann der? Kann der irgendwas? Magischer Spiegel. Okay, wir nehmen erstmal den für, weil es hier dazu passt. Und dann den hier wegen magisch und so, voll cool. Ja, das ist nicht so hübsch. Ich finde halt so ein Schminkspiegel auch ganz cool, aber guck mal, wie das aussieht. Ich weiß nicht, da kann man auch keinen Stuhl davor stellen, ne? Soweit ich weiß. Ist halt jetzt nicht so geil, wenn man da nicht sich dann auch davor schminken kann. Kann natürlich so tun, aber der ist halt jetzt nicht so sonderlich hübsch, ne? Puh, der ist zu fett. Und der passt halt so gar nicht hier rein. Aber wir können ihn natürlich auch versuchen einzufärben. Kann ich das irgendwie da so ranmachen? Nö, aber ich kann es zumindest so. Probieren wir es mal, was passiert, wenn ich jetzt hier die Farbe drauf ziehe. Oh, das geht schon. Ist vielleicht ein bisschen heller? Ja, das passt schon. Okay, und dann hier noch der Stuhl. Irgendein bequemer Stuhl. Dann nehmen wir mal dich. So, und dann hätte ich gern wieder das Holz. Für hier. So. Bitte hier. Das da. Bitte den Stuhl. So, und das hätte ich gerne in so strahlendem Weiß. Wie auch unser Bett. Sieht ein bisschen klein aus, der Stuhl davor, aber das passt schon. Haben wir irgendwelche Deko? Schminksachen halt. Genau, sowas. Parfüm können wir auch hier auf die Kommode stellen. Ganz viele Dingelsbums. Kerze auf die Kommode. Hübsche, wunderhübsche Deko. Traumhafte Deko. Unser Geld hat sich gerade verabschiedet, wie ich sehe. Also Katze ist natürlich cool, weil die halt auch einfach... Oh Gottchen. Weil wir halt auch so die Tierfans sind, ne? Das muss man ja schon... Weil wir lieben ja Katzis und Hundis. Kann ich das sortieren? Nach einfach tierisch. Perfekt. Warte. So, das Katzending habe ich, das habe ich. Drei Hunde. Hunde und Katzen, ja, die sehen jetzt nicht so cool aus. Okay. Frosch, Drache, Hundis.
finde ich richtig hübsch, aber. Ah. Ist halt teuer, ne? Okay, also so passt auf jeden Fall. Wie viel kostest du? Ja, das ist schon in Ordnung. So, dann packen wir jetzt mal noch den Farbton drauf. Genau. Und hier den Farbton bitte auch. Genau. So, das ist in Ordnung. Dann brauche ich noch eine Wandlampe für über dem. Ja, halt so eine Lampe, die so genau. Genau halt da so dran ist, wäre halt ganz gut. Wir können es jetzt wieder wegmachen. Genau, ja. Ja, ist okay. Ja, 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 ist okay. Ist okay, ist okay. Beruhig dich. Das geht gar nicht. Was ist jetzt dahinter? Das ist ja doof. Zurück. Vielleicht so. Das geht nicht genau da. Ja. Also schief ist es aber doof. Machen wir hier eine Kerze hin. Passt schon. Okay. Das ist sonst in Ordnung so. Dann haben wir hier eben noch einen Spiegel. Was auch immer der macht. Das bitte auch in dem Holz. Genau. Und warte mal. Hier, was können wir da anpassen? Aber du bist Metall, ne? Naja, so geht's zumindest. Zumindest ein bisschen dazu passt. Teppich. Aua, meine Augen. Aua. So ein. Hilfe. So ein dunkelblauer Teppich wäre eigentlich ganz hübsch, ne? Und die Tapete. Oh Gott. Oh Gott. Spiegelt er da total mal. Ah! Mein Bildschirm spiegelt total. Deswegen ist jetzt ein bisschen. Oh Gott, was für eine unfassbare Hässlichkeit. Ja gut. Du könntest natürlich das Blau hier in den. Na nee, nicht so. Doof, Mann. Na, das funktioniert nicht so, wie ich das gerne hätte. Oh Gott. Das ist total süß. Das nehme ich. Das nehme ich jetzt einfach. Fertig aus. So. Okay, dann ist es doch eigentlich ganz gut so, oder? Ich finde es hübsch. Unser Schlafzimmer gefällt mir sehr gut. Da kommt jetzt noch ein Teppich und eine Pflanze hin. Ja, die Auswahl an Teppichen ist überragend. Ach komm, wir haben da schon einen Teppich. Wir brauchen keine doppelten Teppiche. Pflanze noch. Eine da. Und eine da. So. Das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch hinkriegen, dass beiden sich auch verstehen. Noch so eine Hängepflanze. Das ist eine Pflanze, keine Lampe. So, okay. Dann das Badezimmer. Da haben wir die super tolle, teure Dusche. Die aber das Ranzwaschbecken. Können wir uns ein besseres Waschbecken leisten? Ja, können wir. Manchmal so ein Schwebeding. Bist du. Du bist zwar teuer, aber du siehst auch gut aus. Ist halt die Frage, wie wir das hier alles anordnen, ne? Dann machen wir jetzt mal ganz kurz die Wände runter. So, wie wäre es, wenn wir dann die Dusche mal hier hin machen? So, noch ein Stück. Genau so. Puh. Nicht, der Yellow from the Egg, ne? Der Halbband hier so vielleicht?
Das ist wunderschön. Ich habe noch nie so was Schönes gesehen. Vielleicht so? Passt mal auf. Oh Gott, diese Wand, ne? Das ist ja auch ein Traum. Moment. Warte mal. Also, die Lampen müssen auch mal weg. Die sind auch total hässlich. Also vielleicht, dass hier so die Badewanne ist. Das sieht ja ganz gemütlich aus. Und hier ist dann einfach das Klo. Katzenklo daneben. Und hier das Waschbecken. Bitte nochmal hier die Komplettansicht. So, und dann brauchen wir bitte ein Klopapier. Wo machen wir dann die Waschmaschine? Wartet mal. Wir machen es so. Genau, so ist es perfekt. Dann haben wir hier Platz für die Waschmaschine. Kann das in die Ecke? Ja. Dann haben hier die Waschmaschinen Platz. Man kommt rein, sieht gleich das Klo. Aber das ist in Ordnung. Die Waschmaschinen können wir uns aber noch nicht leisten, ne? Nee. Wir können zumindest schon mal den Wäschekorb leisten. So die Frage, wohin? Klügsten hier neben die... in die Badewanne. Okay. Bitte einfach einen normalen weißen. Genau. Perfekt. Und dann hätte ich gerne noch ein Licht. Ich sehe nämlich nichts. Und eine Klorolle wäre noch ganz gut. Sekunde. Da. Genau. Okay, was ist... Oh, das ist total hübsch. Vielleicht würde es so hier anbringen. Ja, das passt halt einfach mal so null rein, ne? Aber sieht auf jeden Fall hübsch aus. Wir brauchen jetzt mal Lampen. So. Oh Gott, ist die teuer. Aber hübsch. Und dann lassen wir es einfach mal so. Ich denke, so ist es okay. Und dann kommt eben da auch noch eine Lampe hin und die Waschmaschine und so. Was ich jetzt noch machen werde, weil es kostenlos ist, wenn wir es so machen, ist, coole Fliesen zu finden. Moment mal. Und die dann in weiß. So. Na. Nicht so cool, wie ich gehofft hatte. Einheitsweiß. Das ist jetzt nicht so schön, wie ich das gehofft hatte. Einheitsweiß. Genau. Und dann nehmen wir hier noch ein Blau. Ja, ich weiß noch nicht. Können wir das... Das geht jetzt wieder nicht, wahr? Das ist aber gemein. Ich finde das gemein. Das jetzt alles einzeln machen muss, das finde ich echt gemein. So. Bitteschön. Wenn wir damit Geld sparen können, dann machen wir das natürlich. So. Okay. Und dann bitte das Ganze auch noch hier. Schwupp. Und hier. Schwupp. Und hier. Schwupp. Können wir da irgendwie die Grifflose einfärben? Perfekt, Tomato. Schwupp. Jawohl. Können beim Waschbecken irgendwas Bestimmtes einfärben? Handtuch. Perfekt. Bei der Badewanne. Na, um Gottes Willen. Das wäre cool. So. Und dann hätte ich gerne das hier noch in einem hübschen Weiß. Exakt. Genau, so hätte ich das gerne. So ist es schön. Ich wünsche mir noch Geld für eine Pflanze. Haben wir aber leider nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt ein sehr, sehr hübsches Bad und ein sehr, sehr hübsches Schlafzimmer, wobei ich hier noch überlege, ob ich das nicht lieber in einem normalen Braunton vielleicht mache.
Sowas vielleicht. Ja, das gefällt mir doch ein bisschen besser. Gut. Erstmal vorläufig fertig. Schlafzimmer ist fertig. Badezimmer zur Hälfte. So. Und weiter geht's. Ihr dürft dann wieder nach Hause kommen, genau. Kann was machen mit dem... Das ist ja cool. So, er ist jetzt geimpft. Sehr schön. Das gilt auch für Winter. Das ist gut. Okay, und jetzt stürmt's hier richtig. Lass das mal. Du kannst jetzt mal schreiben. Flora und so weiter schreiben. Und du kannst mal hier hingehen. Oh Gott, und ihr Tierchen kommt dann... Ach, naja. Ich hoffe es einfach mal, dass ihnen nichts passiert. So, dann probieren wir jetzt mal... Nein, den Spiegel aus. Aber erst im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen, fürs Dabeisein und so weiter. Und ja, ich hoffe, euch gefällt die neue Einrichtung und bis zum nächsten Mal. Tschüss!